Was geht ab YouTube? Tactics ist wieder back am Start und heute mal wieder eine neue Folge von Real Talk. Ich habe meinen Livestream eben beendet und die meisten meinten halt, dass ich nochmal einen Real Talk raushauen soll. Ich habe nämlich gefragt und die meinten, ja klar. Dann habe ich mal nach Themen gefragt, was die so hören wollen und die meinten, ich soll mal über Ausländer reden. Und ich finde das ganz interessant, weil ich selber Ausländer bin. Und deswegen gibt es heute mal einen Real Talk über Ausländer. Und dann fangen wir mal ganz lustig wieder an. Kennt ihr diese Kennex, die... Ihr geht halt... Verabredet euch in der Schule, sagt ihr so, ja, Jungs, lass mal nach der Schule treffen und sowas. Und dann sagen die anderen so, geht klar, normal. Und dann erste Frage, was wollen wir machen? Ja, die Jungs, guck mal, wir können ja einfach chillen und so. Und dann sagt der eine, Jungs, lass mal essen gehen. Und dann Standard, Minimum einer von denen sagt, ey, Bruder, geht heute echt nicht, ich hab gar kein Geld, ich bin richtig pleite und so. Bruder, geht gar nicht heute, ne? Und dann kommt dieser Moment, der dein Leben entscheiden könnte, der so, wo man sich so überlegt, Digga, soll ich das jetzt sagen oder nicht? Da kommt diese eine Person, wenn ihr gute Freunde habt, die dann sagt, ey Bruder, ich gebe heute aus. Wisst ihr, und dann alle Kennex, ey Digga, gibst du einfach alle aus? Was, für mich auch, Digga? Bruder, ich habe auch kein Geld heute. Dann kommen direkt diese Geier. Das Schlimmste ist einfach, wenn diese Leute sagen, Bruder, immer dieses Bruder muss ja davor sein, ne? Bruder, kannst du mir heute Geld leihen? Ein Zehner oder sowas. Wenn die das sagen, ne? Ihr müsst schon mal davon ausgehen, dass ihr diese 10 Euro in eurem Leben nie wieder sehen werdet. Das ist einfach normal. Wenn ihr 10 Euro gibt, ihr seht die nie wieder. Standard. Safe. Also, legt die lieber in Griechenland oft an der Bank an, ne? Als einem Kanaken zu geben. Das steht fest, weil das kriegt ihr safe nicht zurück. Und in Griechenland genauso wenig. Aber Griechenland... ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr es zurückbekommt, höher als beim Kanaken. Und, oder kennt ihr diese Ausländer, die so sich alles immer ausgeben lassen, die so richtig geizig sind, die so, keine Ahnung, oder diese Spaßbremsen, wo man sagt so, ja, Bruder, guck mal, lass mal das und das machen. Oder es gibt auch diese Kanaken, oh, die sind unnormal schlimm. Wenn die eine Freundin haben und die Freundin die richtig unter Kontrolle hat. So, richtig schlimm, diese Ausländer. Unnormal, das ist vielleicht bei Deutschen auch so, aber bei Ausländern extrem. Du rufst so an, so, sagst so, ja Bruder, was los, was geht? Ja, nichts bei dir? Ja, auch nichts. Bruder, lass mal was machen heute. Ja, Bruder, normal machen wir, safe und so, gar kein Ding, ich habe auch nichts zu tun. Machen wir, ne? 16 Uhr, du rufst an. Bruder, wo bleibst du? Ah, Bruder, wollten wir heute? Kelleck, Bruder, Dings, Freundin hat angerufen, das ist dringend, ich muss zu ihr, weißt du so. Denkst du ihr so, okay... Scheiß drauf, war bestimmt wichtig, ne, ist okay, hat zwar nicht abgesagt, ist auch schon ein bisschen scheiße, aber ist okay. Eine Woche später, oder ein paar Tage später, du sagst, ja Bruder, lass mal Samstag treffen. Sagt er, ja Bruder, safe, diesmal echt und so, sorry wegen letztem Mal, ja, ist kein Ding. Und dann Samstag, ja wann, was machen wir? Ja Bruder, 4 Uhr und dann gehen wir essen, ja okay, korrekt und so. Samstag, ne, Samstag, 4 Uhr, die wollen sich treffen. Der eine ist da, der andere wieder nicht. Der mit seiner Freundin ist wieder nicht da. Bruder, was machst du? Ja, ich chill mit meiner Freundin, was machst du? Digga, wie du chillst mit deiner Freundin? Ich dachte, Digga, wir gehen heute essen. Bruder, heute essen? Bruder, meine Freundin hat mich gestern schon gefragt, ob wir heute irgendwas machen wollen, deswegen, sorry und so. Du Wichser, wir haben doch schon letzte Woche abgesprochen, dass wir uns Samstag treffen, du Missgeburt. Kennt ihr diese Leute? Schreibt's mal rein in die Kommentare. Unnormal Hass auf diese Leute. Und ja, schreibt mal rein, ob ihr überhaupt selber Ausländer seid oder Deutsch seid. Also ich bin Ausländer, aber ich habe nichts gegen keinen. Ich finde beide korrekt. Ich habe von beider Sorten, also ich habe Kennex als Freunde, ich habe Deutsche als Freunde, ich habe gar kein Problem mit gar keinen. Deswegen ist mir das auch eigentlich relativ egal, wie wäre es. Ich kenne meine Kollegen, ich weiß, wie die drauf sind und zum Glück sind die nicht so geizig. Die haben alle immer ein bisschen was auf Tasche. Deswegen ist es eigentlich ganz korrekt. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen da, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten abonnieren nicht vergessen und schreibt mal eure Real Talk Themen in die Kommentare, damit ich morgen wieder ein Real Talk Video raushauen kann. Und ansonsten war es das von diesem Video. Wenn es dir Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen da, wie gesagt. Ne? Und dann sehen wir uns nächstes Mal und dann sage ich ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.